Diese Walze spielt die Orgel des Mechanischen Theaters der Hellbrunner Wasserspiele. Zum ersten Mal seit 1750 hat nun eine niederösterreichische Firma das Stück restauriert. Jetzt kann die wasserbetriebene Orgel wieder alle drei Lieder spielen, die sich auf der Walze befinden. Und wir werden eben heuer mit Mozart starten. Die letzten Jahre haben wir ein Stück aus einer Oper Maurer und Schlosser gespielt, und zwar das Stück Ohne Rast angepackt. Und das ist natürlich zu der Szenerie absolut passend. 100.000 Euro hat die Restaurierung der Orgel gekostet. Es war der größte Posten der Restaurierungsarbeiten, die jetzt in der Woche vor Saisonbeginn abgeschlossen werden. Ebenfalls restauriert wurde die Vogelsanggrotte, deren Technikbereich jetzt auch als Schauraum benutzt wird. Zusätzlich gibt es laufend kleinere Restaurierungsarbeiten, wie zum Beispiel jene an diesem manieristischen Riesen, der gerade eine Pediküre bekommt. Natürlich erodiert das und muss wieder ergänzt werden. Oder bei den Fabelwesen, Steinböcken von Marcositicus, wenn ein Horn abbricht oder ein Ohr, oder von den Jagdhunden auch ein Ohr eben, haben wir auch eine Steinvierung gemacht. Das geht verlustig und ist auch nicht mehr auffindbar, oder es nimmt jemand mit. Und das muss man dann halt ersetzen wieder. 200.000 Euro kostet die Restaurierung von Hellbrunn jedes Jahr. Kostenneutral war übrigens dieser 15-minütige Film, den die Besucher ab jetzt vor den Führungen sehen können. Er wurde vom stadteigenen InfoZ zum 400-Jahr-Jubiläum von Erzbischof Marcositicus gedreht.